Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Set Spotlight von Assassin's Creed Universe Beyond, Magic, bla bla. Ich bin euer Patrick, bei mir ist euer Matthias und wie angekündigt machen wir heute die blauen und schwarzen Karten. Jawohl. Sehe ich gerade, das hat einen Sinn, dass das hinter dem ist? Ja. Okay. Believe me, es hat einen Sinn. Wenn wir zu weit sind, macht es einen Alles Sinn. Alles klar, okay, passt. Ich muss mich leider vorlehnen, weil mit den Karten macht mir sonst fertig. So. Ja, Monitor kann ich aufblasen, ja. Normalerweise. So, wir fangen an mit dem Assassinenhandschuh. Für zwei farblose, farblose und ein blaues bekommt man eine Artefaktausrüstung. Wenn der Assassinenhandschuh ins Spiel kommt, lege ihn an bis zu eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, an. Tappe alle Kreaturen, die ein Gegner deiner Wahl kontrolliert. Was? Ja. Okay. Tappe alle. Mhm. Ja. Mhm. Die ausgerüstete Kreatur hält +1/+1 und hat, immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte und wirft dann eine Karte ab. Ja. Wild. Okay. Das ist einfach. Das ist echt keine schlechte Karte. Das ist, kann ein One-Shot sein. Ja. Einfach, weil du es ausspielst, alles vom Gegner tappst und angreifst. Und wenn es kein One-Shot ist, dann machst du zumindest Card-Quality und Push-Damage durch. Ja. Alter, suchst du es halt mit Stonefish raus und dann ist so Gegner so Combat und du so. Nein. Und ich mit Stonefish Split tapp ich deine Kreaturen weg. Ja. Ja. Das gefällt mir schon gut. Aber dann, ich meine, dann sieht das halt kommen, weil bei Stonefish. Ja, ja, natürlich, aber er sieht es kommen, was soll er machen? Kann gleich den Stonefish abschießen, wie es halt immer notwendig ist. Aber ja. Na, das gefällt mir. Geil. Kann man schon mal spielen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht eine Karte zieht, sondern nur lootet, aber ja. Ja, jetzt sei nicht gierig. Ja. Was soll man machen? So, dann haben wir eine Sage, nämlich die Ballade der schwarzen Flagge. Ich nehme an, das ist irgendein Schiff, ne? Ja. Kostet ein farbloses und zwei blaue. Stage 1, 2 und 3 sind die gleiche und zwar, du millst drei Karten, du kannst davon eine historische Karte auf deine Hand nehmen. Und Stage 4, die letzte, ist historische Zaubersprüche, die du in diesem Zug wirkst, kosten beim Wirken zwei farblose weniger. Gefällt okay. dir das? Finde ich in Ordnung. Du, okay. Ich meine, dein Deck muss schon sehr loaded sein mit historischen Karten, ja. Damit du quasi bei jeder Stage was triffst, aber ansonsten, ich meine, du spielst es halt für drei und kriegst dann mal eine. Ja. Das ist jetzt nicht super toll. Aber wenn du zwei kriegst, ist in Ordnung. Bei drei ist schon gut. Ja. Weil für drei Mana drei Karten ziehen. Ja. Okay. Wenn du dann auch noch den Effekt hast, dass du es quasi günstig ausspielen kannst, wenn du da quasi so einen super Turn generatest und auch noch einen Benefit davon hast, dass du mehrere Sachen in einem Zug spielst, dann ist natürlich nicht schlecht. Also das finde ich in Ordnung. Ja. Ich finde es auch als eine Roleplayer-Karte und auch den Frieden fühlen für relativ wenig Mana-Investment ist, ja. ist gut, es ist natürlich ein Time-Investment. Und das ja, ist, klar. Weist wieder auf Multiplayer-Format ja, natürlich. Ja. Aber ich meine, wenn du quasi die Sage spielst, dann triffst du drei Runden lang andere Sagen, putzt du aus dem Spiel, also für Sagendeck oder so. Ja. Gefällt es mir nicht so schlecht. Ja. Ich finde auch das Artwork irgendwie cool. Artwork aber mir gefallen die Artworks eigentlich alle relativ gut in dem Set. Mhm. So, eine Karte, wo mir das Artwork jetzt nicht so toll gefällt, obwohl es irgendwie arg ist. Ja, aber wo ich mir glaube, falsch sieht das ganz cool aus. Ja, die Strahlen und so. Ja. Wo mir die Karte aber grundsätzlich sehr gut gefällt, ist Kristallschädel Fernglas der Isu. Mhm. Zwei farblose, zwei blaue. Ein legendäres Artefakt. Und jetzt, bitte festhalten. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte in der Bibliothek anschauen. Mhm. Und du kannst historische Länder und historische Zaubersprüche oben von deiner Bibliothek spielen bzw. wirken. Das gefällt mir natürlich sehr gut als Artefakt-Liebhaber und Tolarian Academy-Liebhaber. Und dann macht das Ding selber auch noch ein blaues Mana, wenn man es tappt. Ja. Finde ich sehr geil. Das erinnert mich ein bisschen an Future Sight. Ja, Future Sight, aber noch mehr an das für vier Mana das Artefakt aus, was ist es, M20, M21 oder so. Mystic Forge oder so? Ah, Mystic Forge, ja. Mhm. Und das da erinnert mich das? Ja, bei Mystic Forge kannst du auch farblos halt spielen. Genau. Und das kannst du tappen, um das oberste zu entfernen und Damage zu nehmen. Genau, und das macht halt selber dafür Mana. Ja. Ja, ich finde es eben ein schöner Blend aus den beiden, weil es ist halt um eins billiger als Future Sight, es kostet so viel wie Mystic Forge. Dafür ist die Einschränkung halt, es ist eine andere Einschränkung, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber dadurch, dass es sich halt selber rampt auch noch,
Das kostet eigentlich eh nur 3 Mana und das finde ich wiederum schon sehr nett. Ja, also du kannst vielleicht gleich in der Runde, wo du es legst, noch was von oben spielen, wenn du was Günstiges oben hast. Ja. Ja. Oder eine Karte ziehen und dann sein, dass die Weinigtopf von oben wieder spielen. I like. Also das finde ich, ist aber eine geile Karte. Ja. Die finde ich, glaube ich, also die wird man, glaube ich, viel sehen. So, da, dann haben wir die Desynchronisation. Mhm. Was passiert auf dem Bild? Da verschwindet die Stadt. Aha. Ja, weil, also, weil das heißt, Creed-Lore ist, man nimmt jemanden in der Gegenwart, der aus der Blutlinie ist von den Assassinen, kommt in ein Gerät rein, mit dem er dann praktisch in die Welt von damals zurückgeportet wird, praktisch in das Leben dieser Person reinkommt, die aus seiner Blutlinie ist und das dann mitlebt. Mhm, aber und die Geschichte lässt sich nicht verändern, Patrick. Genau. Wer es versucht, bekommt die Folgen zu spüren. Genau. Und deswegen, und wenn es dem synchronisiert, wenn er da ausgeploppt wird, dann verschwindet halt alles wieder. Mhm. So, zur Karte. Kostet 2 farblose, 2 blaue, ist ein Spontanzauber und hat bringe jedes Nichtland permanent, das nicht historisch ist, auf die Hand seines Besitzers zurück. Ja. Das ist jetzt leider nicht so toll in Commander. In Commander ist das nicht so toll, aber das finde ich, ja. Ja, in Commander ist nicht so toll, das stimmt. Wobei das Legenden, Artefakte und Sagen sind historisch, das heißt, bleiben alle Artefakte und Sagen, ja, wenn jetzt nicht so viel gespielt wie Artefakte, aber alle Legenden bleiben auch liegen. Aber die Frage ist, wie viele Legenden deine Gegner haben. Ja, also ein Commander, ne? Commander, ja, aber sonst kreaturenmäßig vielleicht gar nicht so viele. Mhm. Der Artefakt ist natürlich ein bisschen bitter, weil du damit halt nicht, ja, sie halt komplett zurücksetzen kannst, aber ich finde es jetzt nicht schlecht. Ja, gegen Token-Deck ist ein bisschen unfair. Das ist da wird unfair. Vermutlich nicht super viel liegen bleiben. Eevee Fry? Ja, Fry. Ich bin auch Fry. Das ist, sorry, Spiel nicht gespielt, weiß ich nicht. Ein farbloses, ein blaues. Eine legendäre Kreatur, Mensch, Assassine, eine 2-1. Aber Partner von Jacob Fry. Mhm. Partner ist, wenn es ins Spiel kommt, kannst du die andere aussuchen. Ja. Oder du kannst die beide als Kommandeure haben. Mhm. Stimmt. Ja. So, die hat eine aktivierte Fähigkeit, und zwar für ein farbloses und Tappen. Ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Wenn du auf diese Weise eine Kreaturenkarte abwirfst, kann eine Kreatur der Wahl, die du kontrollierst, in diesem Zug nicht geblockt werden. Mhm. Okay, die macht quasi einen deiner Assassine da unblockbar. Ja. Das Artwork ist irgendwie wild. Die ist da in seiner Zugstation und kraxelt oben herum. Ja, ich finde das Artwork eigentlich ganz cool. Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Und jetzt machen wir natürlich passend dazu den Partner. Und jetzt kommt natürlich. Und deswegen ist das im Color Wheel jetzt nicht passend. Okay, arg. Ja, ich habe mir das überlegt. Ah, jetzt check ich es. Aber siehst du ihn am Artwork auch unten? Nein, gell? Du vielleicht siehst da unten, weil da fightet jemand. Ne? Ah ja, aber das passt vom Blickwinkel mit dem Zug dann nicht ganz, muss man sagen. Ja. Also es sei denn, der Zug ist quasi der auf dem anderen Gleis, aber dann würden die ja da nicht aussteigen. Ja. Also das ist nicht ganz nicht optimal. Nicht optimal. Aber ich finde es cool, dass das Setup wenigstens dasselbe ist. Ja. So. Der Jacob Fryer. Für 2 farblos und ein schwarzes, eine 3-2 legendäre Kreatur Mensch-Assassine, ist jetzt der Partner von der Eevee. Immer wenn ein oder mehrere Assassine, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügen, schicke bis zu eine Assassine-Karte oder Karte mit Parcours deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Exil. Falls du dies tust, kopiere sie, du kannst die Kopie wirken. Genau, damit kannst du, was du mit ihr abgeworfen hast, mit ihm doch im Spiel haben. Mhm. Was schon eine nette Kombo ist. Eine nette Kombo, generell finde ich beide Karten nicht aufregend. Ja, ist okay. Die Kurzfassung. Ja, ist okay. Man muss halt dazu sagen, durch diese Partnerfähigkeit, wenn du quasi da so Doppelkommander hast, wenn die halt super stark sind, ist es natürlich gleich mega problematisch, weil du dann immer gleich gegen 2 super starke Karten spielst. Und finde ich es in Ordnung, wenn so Partnerkarten jetzt Medium-Level-Power haben und nicht super stark sind. Also finde ich grundsätzlich ganz witzig. Passt. So, da, der loyale Erfinder wollte der Patrick einfach übergehen. 2 farblos, ein blaues, eine 2-3 Kreatur, Mensch-Handwerker mit Wachsamkeit. Ein guter Hakler, würde der Christopher sagen. Der passt immer gut auf. Und wenn der loyale Erfinder ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Artefaktkarte durchsuchen, sie offen vorzeigen und danach mischen. Nimm die Karte auf deine Hand, falls du einen Assassinen kontrollierst. Andernfalls lege die Karte oben auf deine Bibliothek. Ja. Für mich natürlich großartig. Finde ich sehr gut.
Würde ich auch spielen, wenn man keine Assassinen hat. Ja, es ist halt ein Tutor. Tutor hat einfach ein Artefakt oben aufs Deck, ja. Es ist halt ein Tutor, der einen relevanten Buddy hat. 2-3 blockt doch ganz solide schon. Ja. Nimmt doch was mit, wenn er blocken muss einmal. Ja. Und mit Wachsamkeit könnte sogar schlagen gehen. Ja. Ganz zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendein Equipment oben drauf suchen, ne? Ja. Und dann hat er sich ein fettes Pferdl erfunden und dann, bam, greift er an damit und blockt. Ja. Nicht so schlecht. Das ist solide, ja. Kann man schon behalten. So, da, sehr solide. Die letzte für heute, oder? Nein, plötzlich schwarz. Da kommen noch welche. Soll da halt so, ich habe komplett vergessen, dass wir noch immer bei blau sind. Ja. Leonardo da Vinci. 2 farblos, ein blaues, eine 3-3 Kreatur. Ich finde es ein bisschen absurd, dass wir jetzt so Real Life. Ja, aber Leute, weil die halt im Spiel vorkommen. Ja, das finde ich aber irgendwie witzig. Weißt du, ihr wisst jetzt explizit auf ihrer Homepage geschrieben, bei diesen Historic, wie heißt denn, Serialist Historic Figure Cards gibt es eigentlich ein Sternchen und dann so, diese historischen Figuren sollen nicht den historischen Figuren aus der echten Welt widerspiegeln, bla 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 bla. Okay. Also Leonardo da Vinci. Ja. Legendäre Kreatur, Mensch, Handwerker 3-3 für ein 2 farblos, ein blaues. Sind von den Stats ja schon mal nicht so schlecht. Ja? Mhm. Für 3 farblos und 2 blaue. Bis zum Ende des Zuges haben Topter, die du kontrollierst, Basisstärke und Widerstandskraft XX, wobei X gleich der Anzahl an Karten auf deiner Hand ist. Und 2 farblose, ein blaues und tappen. Ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Falls die abgeworfene Karte eine Artefaktkarte war, schicke sie aus deinem Friedhof ins Exil. Falls du dies tust, erzeuge einen Spielstand, der eine Kopie von ihr ist, außer, dass er zusätzlich zu seinen anderen Typen eine 0-2 Topter Artefaktkreatur mit Flugfähigkeit ist. Der verwandelt quasi deine Artefakte in Ornithopter. Genau. Mit den Abilities. Ich weiß nicht, ich meine, das ist wahrscheinlich komplett irrelevant, aber die erste Ability ist mit Sword-Combo schon ganz okay. So auf dem Meek. Da machst du ja auch Topter, oder? Ja, macht auch Topter. Das heißt, du theoretisch könntest einen machen, weil du halt nicht mehr kannst, End of Turn. Und dann in deinem Zug, naja, du machst mindestens 3-4, aber dann könntest du einfach aufblasen und schlagen gehen. Stimmt, weil wenn Top der Foundry kommen, wenn es braucht, ist mehr zum Zuhören. Hm? Ja, verstehe schon, du machst deine kleine 1-1er fetter, aber ja. Top der Foundry Combo braucht jetzt grundsätzlich nicht unbedingt Unterstützung. Ja. Wobei es natürlich eine nette Synergie ist, weil grundsätzlich, wenn du Top der Foundry Combo hast, du deine restlichen Handkarten außer Ländern nicht mehr legst, genau, ja. Alter. Das ist es halt, und wenn du dann noch den, wie heißt der 1-4er, der Mana macht für die Artefakte? Heißt das nicht böse? Nein, ist das Urza, der Mana macht. Urza. Macht Mana für, genau, stimmt, Urza. Weil wenn du Infinite Leben, Infinite Mana und Infinite Kreatur hast, dann kannst du sie jetzt auch noch alle Infinite groß machen. Genau. Ist doch geil, oder? Wenn zweimal Infinite nicht reicht. Ja, also sind wir eh schon dreimal Infinite, ne? Ja, eben. Infinite Leben, Infinite Mana, Infinite Kreaturen. Also, und dann Infinite. Und dann auch noch Infinite groß, Alter. Also Infinite, wenn dreimal Infinite nicht reicht. Naja, sicher, du kannst es ja. Also, du hast ein Inlos. Ah, nein, entschuldige, es macht Basisstärke. Es macht nicht plus X plus X, es macht die Basisstärke. Okay, siehst. Aber doch. Nicht einmal Infinite groß. Das, eine schlechte. Der Leonardo ist absolut overhyped. Ja, ich finde die untere Ability schon sehr interessant. Wirklich? Also, ich würde. Kannst auch Instant Speed machen, ne? Ja, natürlich. Sitzt du so da unscheinbar, hast so einen Finder und der Gegner denkt sich so, bis Stepper, den bashe ich jetzt fett her mit meinen, weiß ich nicht, Eldrazi-Göttern. Kolossen, irgendwas, und du so, bitte schau dir mal meinen Ornithopter an, der übrigens auch noch ein Phyrex im Portal ist, und dann sacrifice du einfach deine 3-4. Oder du hast halt Mindslayer, ne? Ja, aber du kannst dann kein Lock machen, weil es halt exiled ist. Hm. Und das ein Token ist. Ja, das stimmt, musst du es irgendwie zurückholen. Aber du könntest auch einfach dein Death Touch Equipment abwerfen und deine Death Touch Kreatur haben. Das ist auch nicht so schlecht. Die haben 0-2, das ist das Problem, weil die kein Damage haben. Ja, die Frage ist, wie das Equipment gewertet ist. Weil wenn es das Equipment Death Touch gibt und es ist eine Kreatur, dann die Kreatur nicht Death Touch. Ach so, Verstehe, ja. True that. Ja, also ich interessante Karte. Ja. Auf jeden Fall ganz witzig. Ja. So, dann Schwarz. Desmond Miles. Ein farbloses, ein schwarzes. Eine 1-3 legendäre Kreatur, Mensch, Assassine. Ist bedrohlich. Schaut jetzt nicht sonderlich bedrohlich aus. Desmond Miles erhält +1/+0 für jeden anderen Assassinen, den du kontrollierst, und jede Assassinenkarte in deinem Friedhof. Aha, das ist vielleicht doch ganz bedrohlich. Das ist schon mal interessant. Immer wenn Desmond Miles einem Spieler Kampfschaden zufügt, wende Überwachen X an, wobei X gleich der Anzahl an Schadenspunkten ist, die er jenem Spieler zugefügt hat. Jawohl. Wo ist Überwachen?
Surveil. Surveil. Ah ja, ja. Ja, das finde ich nicht, nicht so schlecht, muss ich sagen. Der ist weil auch Kombo mit der oberen Ability halt. Ja, ne? Genau. Und selber für zwei Mann 1-3 Mann, das ist schon okay in dem Moment, wo du halt ein bisschen schon geil. Assassin-Thema hast, ja. Ist er halt schneller mal 3-3, 5-3, whatever, ja. Naja, den mache ich halt auch zu meinem Commander, oder? Ja, kommt Turn 2 ja. Und geht schon mal schlanzen. Dann mache ich so ein Self-Mill Assassinen-Deck. Bam, dann haue ich dich mal für 10. Mill mich für 10 quasi, ne? Weil ist ja wurscht, haue ich alles weg. Ja. Alle Assassinen Friedhof und dann gibt es nächste Runde, bam, ist er schon lethal. Also gefällt mir. Ja, ist auch beim bei so lethal, weil mit dem Commander reichen 21 Ja, genau. Genau. Ja. Also das taugt mir. Den finde ich nicht so schlecht. Ja. So, dann der Hauptcharakter. Ezio Auditore da Firenze. Ein farbloses, ein schwarzes. Eine 3-2. Legendäre Kreatur, Mensch-Assassine. Ist bedrohlich. Der schaut auch bedrohlich aus. Ja. Assassine-Zaubersprüche, die du wirkst, haben Parcours doppel schwarz. Das heißt, du kannst einen Zauberspruch für seine Parcours-Kosten wirken. Falls du in diesem Zug einem Spieler mit einem Assassine oder einem Commander Kampfschaden zugefügt hast, wie praktisch, dass der selbst ein Assassine ist. Genau. So, und dann, um alle Commander-Spieler happy zu machen, hat er natürlich noch folgende Fähigkeit. Immer wenn der Ezio einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du Wubrge zahlen. Falls jener Spieler 10 oder weniger Lebenspunkte hat, wenn du dies tust, verliert jener Spieler die Partie. Genau. Ja, ist ein netter Bonus, aber hauptsächlich wegen Wubrge kannst du halt jetzt alle Farben in deinem Assassinen-Deck kannst spielen, wenn du möchtest. Kannst mit ihm als Commander halt 5-Color Assassin spielen. Ja. Und ja, ich meine, wenn du 5-Color Assassin bist, kann dir Fähigkeit ja wirklich passieren auch. Ja, ja. Ja, ganz nett. Ja. Er ist halt einer der Main-Charaktere aus dem Set, den man halt, also aus der Franchise, die man halt kennt. Und ich finde, ist einfach eine coole Karte. Ja, ja. Man muss auch sagen, also auch wenn er die untere Ability jetzt nicht hätte, ich meine, ja gut, das ist wegen der, damit du in Commander halt 5-Farbig sein kannst, aber 2-Mana 3-2 bedrohlich mit dieser Fähigkeit, dass du deine Assassins für 2 Schwarze quasi spielen kannst, oder zumindest einen, ne? Du kannst einen wirken dann, ja. Ist schon sehr gut. Ja. Weil damit spielst du ihn halt dann 2, greifst Runde 3 an, er ist bedrohlich, ist für einen Gegner vermutlich schwierig zu blocken. Genau. Bam, Chuck, kriegst gleich für 2 Schwarze den besten Assassin in der Hand aus draußen. Ja. Schon eine gute Karte. Ja. Also ein würdiger Commander fürs Assassin's Deck. Ja. Passt. Gut. That was that. That was that. Das war's für die heutige Folge. Das war Blau und Schwarz. Morgen geht's weiter mit Rot, Grün und ein Teil von Multicolor schon. Mhm. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir freuen euch, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Ihr könnt gerne Kommentare und Video hinterlassen. Auch liken wäre ganz nett. Abonnieren, falls ihr nicht habt. Alle sozialen Medien könnt ihr uns erreichen und uns auch folgen. Und eben sonst morgen wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und ciao. Ba. Ciao, servus. Geht dahin. Aha, Rot haben wir wenig. Rot und Grün haben wir beides wenig, jeweils 2 Karten.